die Entwicklung Deutschlands im Thema vegan sein. Wie hat sich dieser Veganismus überhaupt entwickelt? Wo stehen wir heute und wo standen wir noch vor ein paar Jahren? Alles heute, ich habe hier ein bisschen Platz gelassen, damit ich euch die ein oder andere Skala, Tabelle, Bild, was auch immer einblenden kann. Und ihr alles hier live seht, was ich hier dokumentiere, das füge ich im Nachhinein hinzu. Aber fangen wir auch gleich an. Schauen wir uns das erste Bild hier an. 2021 ernährten sich laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 10% der deutschen Bevölkerung vegetarisch und 2% vegan. Jeweils doppelt so viele wie noch im Jahr zuvor. Das sind mehr als 10 Millionen Menschen, die sich für eine Ernährung ohne Fleisch und Fisch beziehungsweise gänzlich ohne tierische Produkte entschieden haben. Und es gibt auch einen neuen Trend, beziehungsweise es gibt auch diese Art von Lebensstil, der nennt sich Flexitarier. Das sind Menschen, die halt sagen, hey, ich esse nicht mehr immer Fleisch, sondern mal esse ich das und mal nicht. Auf jeden Fall ein reduzierter Fleischkonsum ist hier die Folge. Also früher hat man darüber gelacht, aber mittlerweile zeigt sich ein ganz anderes Bild. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung, 55%, bezeichnete sich 2020 als flexitarisch. Das ist der Begriff, den ich meine mit, dass man auch mal darauf verzichtet oder dass man sagt, ey, ich bin kein Vegetarier, aber ich verzichte nicht komplett auf Fleisch, sondern esse es auch ab und zu mal. Je nachdem, ich bin flexibel. Ich bin kein hundertprozentiger Fleischesser. Entscheidet sich also ganz bewusst für weniger tierische Lebensmittel. Vor allem Umwelt- und Tierwohlgründe sind häufig ausschlaggebend. Ist heutzutage in aller Munde, dass das alles viel weit verbreitet ist und die Leute gehen auch viel weiter in die Masse damit. Das wird bekannt, das wird populärer. Und wir sehen hier einen massiven Einstieg der Vegetarier und Veganer und Flexitarier natürlich. Und das macht mir auf jeden Fall glücklich. Und hier sehen wir auch das Bild dazu, wie sich das von 2020 zu 2021 entwickelt hat. Nochmal als Tabelle. Oben stand das hier noch als Text. Außerdem ist zu verzeichnen, dass das Veggie-Sortiment stetig wächst. Pflanzliche Alternativen finden sich heute in jedem Supermarkt. Ey, früher war das undenkbar. Früher gab es sowas wie vegan gar nicht. Da war es halt einfach normal, dass man Fleisch gegessen hat oder Käse, Joghurt, Quark und so weiter gegessen hat. Und anscheinend heutzutage hat jeder Discounter, jeder Großladen vegane Produkte, weil der Trend sich dorthin entwickelt und die Leute, also die Masse, die vegane Produkte bevorzugen, steigt und steigt und steigt. Und ich meine, das ist ja auch Geld, was den Supermarktketten oder Läden allgemein auch hingeht. Und es gibt ja heutzutage sogar Fischalternativen. So, Fleischalternativen, okay, aber Fischalternativen, das ist schon was ganz anderes. Also, das habe ich ja selbst noch gar nicht gesehen, aber hier steht es. Also, ich habe selber noch keine Fischalternativen gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber hier steht, dieses Segment, also die Fischalternativen, verzeichnen das stärkste Umsatzwachstum. Ganze 600, 300, 623%. Boah, krass. Und 2021 war in Deutschland jedes fünfte eingeführte Lebensmittel vegan. Man sieht ja auch heutzutage viel diese V-Symbole, die halt darauf hindeuten, dass vegan ist. Die machen auch manchmal auch so normale Sachen, die halt, wo es selbstverständlich ist, dass vegan ist, machen die auch einfach ein vegan Symbol hin, was ich nicht immer verstehen kann, aber es wird so gemacht und anscheinend springen die Leute drauf an. So. Früher war es halt so, dass halt nur ein ausgewählt Bioläden so war, wie es hier auch steht. Dass nur dort nur Fleisch oder Wurstalternativen gab für Veganer, Vegetarier und so weiter. Und Deutschland ist in Europa einer der größten und schnellsten wachsenden Märkte für Fleischalternativen. Und gerade Milchalternativen boomen hier. Ey, ich sehe überall hier Hafermilch, Reismilch, Sojamilch, Mandelmilch und was nicht alles gibt. Also mittlerweile gibt es so viele Sachen und es ist auch schön zu sehen. Also 2019 waren es schon knapp 400 Millionen Euro an Umsatz
Pflanzenmilch alleine. Das ist schon gewaltig. Am beliebtesten ist Hafermilch, gefolgt von Soja- und Mandelmilch. Anscheinend, ich meine, Hafer kennt ja jeder. Nochmal eine schöne Skala mit der Quadratmeter an Nutzung und dem globalen Treibhausgas, beziehungsweise den Emissionen. Man sieht ja, dass Kuhmilch die größten Auswirkungen hat. Hier seht ihr die Grafik und ich hoffe, die kann euch ein bisschen das Ganze verdeutlichen. Auch die Auswahl des veganen Käses wächst und die junge Kundschaft ist offen für vegane Produkte. Und wie ich es auch schon gesagt habe, immer mehr Produkte tragen das V-Label. Es gibt immer mehr vegane Optionen in Restaurants, in Cafés, auch bei Mc's, sei es ein Soja-Latte oder ein Frappe-Latte. Ich glaube, das heißt Frappe bei McDonald's, bei Burger King, je nachdem. Und schauen wir uns mal einfach hier die nächste Folie an. Beziehungsweise nochmal was ganz anderes. Ach, das ist sogar hier das gleiche. Das ist sogar noch 2022. Okay, die anderen hatten ja schon hier. Aber das sind eigentlich die gleichen Zahlen hier. Aber hier ist nochmal schön, dass die erklären, dass 70% weiblich sind und zum Großteil unter 30 Jahre alt. Ja, das ist natürlich klar, weil die Männer werden ja darauf geprägt, beziehungsweise Männer sind einfach die Fleischesser, die Jäger und Frauen sind, wie es im Volksmund heißt, die Sammler. Ich sage hier gar nicht meine Meinung, sondern es ist halt irgendwie so verbreitet. 60% von denen gaben als Grund für Fleischverzicht Nachhaltigkeit und Tierwohl an. Der deutsche Markt für Veggie-Lebensmittel ist über 1,2 Milliarden Euro wert und wächst jährlich zwischen 25 und 33%. Okay, das ist echt beachtlich. Deutschland ist weltweit die Nummer 1 bei veganen Produktneueinführungen mit einem Anteil von 15% der Lebensmittel und Getränke. Wenn man davon ausgeht, dass weltweit 500 Millionen Menschen vegan sind, haben wir davon 1,58 Millionen in Deutschland. Okay. Ach, anscheinend ist der größte Anteil davon Asien. 9% des Kontinents. 400 Millionen leben vegan. Wow, das ist schon beachtlich. Aber vielleicht ist doch dadurch die ganzen kulturellen Gegebenheiten und den Lebensstil, den die dort führen, je nachdem wie, ist vielleicht eigentlich sogar normal bzw. Standard. Tierische Lebensmittel erzeugen mehr CO2 als Autos und Flugzeuge zusammen. Das müsste man nochmal gründlicher recherchieren. Hier habe ich eine Tabelle gefunden bei science.orf.at und die besagen mir, dass 25% des CO2-Ausstoßes von Energie- und Wärmegewinnung kommt, 25% vom Land, von der Landwirtschaft und 14% von dem Verkehr, 20% von der Industrie. Bedeutet, das mit der Landwirtschaft hat schon was auszusagen. An dem Verkehr und an der Energie- und Wärmegewinnung wird ja auch gerade gearbeitet, aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wie wir sehen, ist Landwirtschaft auf jeden Fall ein großes Thema. Das war jetzt hier eine Folie, die ich gefunden habe. Es gibt natürlich verschiedene Zeichen, Zeichnungen, Tabellen, Skizzen, Folien, was auch immer, die natürlich alle was Ähnliches oder etwas in die Richtung sagen. Jetzt das ja als Beispiel genommen einfach. Und wir kommen ja noch zum zweiten Thema. Die vegane Ernährung schützt vor Krebs. Was soll das hier bedeuten? Hier wird anhand von Studien, wie man in diesem Text hier lesen kann, gezeigt, dass eine vegane Ernährung sich positiv auf den Körper auswirkt, in dem Sinne, dass es für Krebs stoppt, minimiert, was auch immer, alles in die Richtung. Und es wird damit begründet, dass folgende Dinge weniger sind, beziehungsweise gar nicht erst gegeben sind durch den Verzicht von tierischen Produkten. Und zwar sind das chronische Entzündungen, oxidativer Stress, Giftbelastungen, chronische Übersäuerung, Überlastung von Leber, Nieren, Darm, Übergewicht und Vitalstoffmangel sowie physischer Stress. Das wird
entgegengesetzt, dadurch, dass die vegane Ernährung entzündungshemmend, antioxidativ, entgiftend, regulierend auf den Säure-Basenhaushalt ist, reinigend und harmonisierend auf Leber, Nieren und Darm sowie gewichtsregulierend. Diese Seite geht aber davon aus, dass wir die Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Käse, Eier und so weiter ersetzen durch wirklich pflanzenbasierte Nahrung. Das heißt, dass wir jetzt nicht mehr Weißmehl, Chips, Kekse und so weiter, nicht mehr davon essen, sondern dass wir mehr Pflanzen essen, also wirklich Pflanzen sowie Gemüse und Obst. Dass wir quasi die Sachen, die Säuren produzieren, ersetzen durch Sachen, die basisch wirken, also in dem Sinne Gemüse und Früchte. Und hier sagt man halt, dass es krebshemmend wirkt. Vorausgesetzt, man verzichtet natürlich auf Dinge, die natürlich wieder den Säure-Basenhaushalt aus dem Gleichgewicht bringen, also sauer sind. Denn nicht nur tierische Produkte sind sauer, sondern auch Dinge wie Chips, Weißmehlprodukte, gebackenes Pizza, also Fertigprodukte im Allgemeinen. Ob ihr dann ein Stück Fleisch isst oder eine Pizza, das ist sozusagen für den Säure-Basenhaushalt die gleiche Belastung von Säuren. Natürlich das eine mehr, das andere weniger, aber es geht darum, dass beide Produkte sauer sind. Auf dieser Seite werden auch Beispiele, Quellen, Studien und Erfahrungsberichte mit aufgeführt, die veranschaulichen, dass die vegane Ernährung eigentlich ein bzw. viele Vorteile für die Menschen bringt und dass nicht nur einfach dahin gesagt ist, dass hier vegan ist gut und weg mit dir, machen wir jetzt vegan und wir sind alle zufrieden. Nein, sondern hier wird wirklich klipp und klar gesagt, das ist so und so und so, weil schau dir dies an, schau dir das an und das und das und das. Also hier sind Studien verlinkt, hier werden sogar Bücher aufgezeigt und hier wird auch ganz detailliert eingegangen, wie das Ganze funktioniert und die Erfahrungsberichte sind auch sehr genau, wo man auch manchmal noch staunt. Wow! Also ich habe mir das damals durchgelesen, wo ich die Seite entdeckt habe, wo ich auf einmal gemerkt habe, hey, es sind Dinge möglich, von denen wusste ich gar nicht, dass die möglich sind. Das war mir alles einfach zu dem Zeitpunkt neu. Und ich werde euch alles verlinken hier. Ich werde euch die ganzen Folien einblenden, wie ich das gesagt habe. Und ich hoffe, ich konnte hier ein kleines Stück Veganismus aufreißen und euch näher bringen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.